Hallo und willkommen zu Die Sims 2. Ja, wer von euch hätte es gedacht, vor dem Einläuten der neuen Sims-Ära, vor dem offiziellen Release von Die Sims 4, begebe ich mich noch einmal in die Tiefen von Die Sims 2 mit allen Accessoire-Packs und mit allen Add-ons, die es gab. Denn momentan gibt es ja auf Origin die Aktion, dass man sich hier die Ultimate Collection von Die Sims 2, wo wie gesagt, alle Add-ons dabei sind, dass man die sich für umsonst runterladen kann. Und das habe ich mir zum Anlass genommen, euch noch einmal die Sims 2 zu zeigen und mit euch in Erinnerung zu schwelgen, bevor wir nun in eine ganz neue Generation bei die Sims 4 starten. Und ja, ich muss selbst sagen, ich habe die Sims 2 nie wirklich aktiv gespielt. Ich hatte das Hauptspiel, das war's. Ich hatte kein einziges Add-on, wollte mir irgendwann mal alle kaufen. Daher kommt mir die Aktion jetzt von Origin hier wirklich gelegen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns das Ganze an. Ich habe das Ganze auch grafisch hochgepatcht, in Anführungsstrichen, also ein bisschen in der Config-Datei herumgebastelt, damit wir das Ganze hier in 1080p genießen können, also in Full HD. So, ich würde sagen, wir beginnen und zwar fangen wir ganz normal an. Wir erstellen uns einen Haushalt und ich muss wirklich sagen, es tut mir so leid, wenn ich einigen jetzt voll auf den Schlips trete mit meiner absolut unwissenden Art und Weise, aber die Sims 2 ist für mich komplettes Neuland. Deswegen bin ich selbst sehr, sehr gespannt, was uns erwarten wird. So, wir haben ein paar Familien zur Auswahl und davon nehme ich keine, denn ich möchte eine neue Familie erstellen, ganz von vorne anfangen. Und das hier wird jetzt nicht so ein, ja, nicht so ein reguläres Let's Play. Ich mache jetzt hier draus nicht so eine große Sache, sondern ich möchte wirklich auch einfach mal für mich ein bisschen Sims 2 spielen und dachte mir, okay, wenn ich sowieso spiele, wer passt da besser als ihr, die mich begleiten? Und dementsprechend fangen wir gemeinsam an. So, Familienname. Ich nehme mal, ich weiß gar nicht, eine Familie will ich jetzt eigentlich nicht nachmachen, aber ich nehme trotzdem mal den Familiennamen Singer und fange mit unserem ersten Sim an. Ich werde ein bisschen versuchen, vielleicht die sogenannte Porno-WG, wer die kennt, aus meinem Sims 3 Let's Play ein bisschen nachzubasteln, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also ich werde einfach nur, ja, random hier versuchen, ein paar Leutchen zu erstellen. Ob mir das gelingen wird, das sei mal dahingestellt. So, hier auch haben wir Kleinkind, Kind, Teenager, Erwachsener und Knacker. Was einem auffällt, ne? Wir haben hier auch, wir haben hier die normalen Stufen, wie auch in die Sims 3, ist alles beim Alten geblieben. Warum er jetzt so einen schwarzen Balken da unter sich hat, das weiß ich leider nicht. Wir können hier nur aus 4 verschiedenen Hautfarben auswählen, finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Also ich bin echt super gespannt, wie das werden wird. Und hier Fitness, dick oder dünn. Was ich weiß, ist, dass man bei Sims 2, glaube ich, wirklich die Fitness sich abtrainieren konnte. Also dass das Dicke, wenn man dick angefangen hat, konnte man sich das, glaube ich, wirklich abtrainieren und ein dünner Sim werden. Und hier, ach, guck mal, hier kann man, okay, eigene Hautfarben haben wir leider nicht. Deswegen müssen wir jetzt damit Vorlieb nehmen. So, vorhandene sind zufällig, okay, weiter geht's. Ich bin voll gespannt, da ich das echt noch nie gemacht habe und super mega aufgeregt bin. Oh, das passt ja sehr gut zu Patrick, würde ich sagen. Das entspricht auch schon seinen Sim. Deswegen geht's gleich mal weiter. Die Haarfarbe lasse ich genauso, wie sie ist. Also, wir werden hier, ja, einfach so ein paar Stündchen Spaß haben, würde ich sagen. Nichts jetzt großartig hier Verrücktes machen und ich werde jetzt auch nicht die Ambition haben, hier euch das ganze Spiel zu zeigen. Vielleicht schaffen wir es mal zwischendurch auf die Universität, vielleicht aber auch nicht. Ich dachte mir einfach, hey, das ist so eine super Sache, wenn man wirklich jetzt einfach auf die neue Generation wartet, dass man sich nochmal so auf die alten Sachen besinnt. Back to the Roots. Und ich weiß gar nicht, aus welchen Add-ons das hier ist. Sorry. Ich schätze mal, das wird so Reiseabenteuer sein. Das Reiseabenteuer von die Sims 2. Was ich, wo ich auch nicht weiß, wie es heißt. Ich weiß, dass es Haustiere heißt. Und ich musste wirklich lange, lange an dieser Config-Datei rumbasteln. Oh Gott. Okay. Das sind ja... Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Dieser Sims-Charme, der ist einfach umwerfend. Oh, geil. Nee, aber ich musste lange an dieser Config-Datei herumbasteln, damit auch wirklich in 1080p angezeigt wurde. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es nun endlich soweit. Und ich kann mir das Ganze hier angucken. Ich finde diese Aktion so super. Und
ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet eigentlich ursprünglich. Oh, das sind Patrick-Haare, ganz eindeutig, ganz eindeutig. Aber das sind auch Patrick-Haare. Alle sind Patrick-Haare. Uiuiui, das wird echt schwer auszuwählen. Also jetzt in den ersten Folgen, denke ich mal, geht es nur rein um das Erstellen der Sims. Ich werde mich versuchen, ein bisschen zu beeilen, damit wir nicht so lange hier in dem Erstellmodus verbringen. Das sind auch Patrick-Haare. Wieso haben wir hier so viele Patrick-Haare, Mensch? Ah, oh, herrlich. So, aber ja, okay, Wikinger-Helm brauche ich jetzt nicht. Ich lasse mal die Haarfarbe, weil ich die ganz schön finde. Man kann hier nicht irgendwie in den verschiedenen Sachen herumswitchen. Okay, nehme ich jetzt mal gerade so hin. Also wenn ich jetzt absolut alles falsch mache, dann tut es mir wirklich leid. Hier kann man so ein bisschen Feineinstellungen... Kleines Hamsterbäckchen. Oh. So sah ich nach meiner Weisheitszahn-OP aus, aber ich glaube nicht, dass ich meinen Sims erstellen möchte. Ich möchte jetzt echt auch gar nicht so in die Tiefe gehen. Oh Gott, oh Gott. Nee, ich möchte jetzt wirklich einfach nur so einen ganz normalen Sim mir erstellen und dann damit vollkommen zufrieden sein. Hier auch so mit Alien-Ohren, sehr cool. Also man kann ja auch die Brauen ändern. Oh Gott, das fand ich in Sims 2 so cool, dass es immer so gewackelt hat, wenn sich das geändert hat. Das fand ich irgendwie immer ganz lustig. Das sah immer ganz cool aus. Wie gesagt, ich kenne leider echt nur das Hauptspiel. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte echt mal... Aber ich fand die Add-ons dann auch irgendwie immer so teuer. Zwar haben die dann am Ende nur noch 10 Euro gekostet. Jedenfalls dann jetzt habe ich sie immer mal so auf so Wühltischen und so gesehen. Das sind freundliche Augenbrauen. Jetzt guckst du aber ein bisschen grimmig, ne? Aber, boah, warte mal, so ganz dünne oder ganz dicke. Wir können bestimmt auch eine Mono-Augenbraue erschaffen. So, ich mache die mal ein bisschen hoch, damit die Augen nicht so runterhängen. Und wir machen mal noch so eine kleine Biegung rein. Das sieht doch ganz gut aus. Nee, aber ich weiß nicht. Also, ich war damals, wie gesagt, nie so Sims-affin. Und deswegen hatte ich mir dann immer gedacht, na, okay. Okay, warum soll ich mir dann noch die Add-ons für 10 Euro kaufen? Und wie gesagt, das Angebot ist gerade dafür echt super. Oh Gott, diese Stirn, die sieht aus, ey. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, egal. So, die Augen. Augenfarbe, nehme ich mal so ein mega schönes bläulich. Hier stelle ich auch erstmal nicht so weiter dran rum. Oder soll ich machen? Soll ich machen? Ich mache... Scheiße, wer bist du denn? Oh Mann, und der grinst auch noch so doof. Also hier kann man echt Spaß haben beim Erstellen. Ah, das ist so schön, ey. Also wirklich, also bei Sims 3 hat man zwar diese mehr Möglichkeiten, aber ich finde, bei Sims 2 sehen die allgemein alle ein bisschen lustiger aus, weil die echt nicht so echt sind, was mir halt auch an Sims 4 so super gefällt. Die Sims sehen halt echt nicht so mega. Eieieiei, okay, ich habe auf, an dir rumzuspielen, es tut mir leid. Oh Gott, ey, das ist so herrlich. Nee, die sehen echt einfach, keine Ahnung, die sehen halt einfach aus, wie Sims aussehen sollen. Deswegen reg ich mich auch nicht über Sims 4 auf, weil das ja, finde ich, ein bisschen mehr angelehnt ist an die Sims 2 und somit vielleicht auch ein Stück weit realistischer, also unrealistischer wirkt, was, finde ich, völlig in Ordnung ist für so ein Sims-Spiel. Also ganz ehrlich, wer will so eine Nase haben im echten Leben, so eine richtige Knorpelnase? Oh Gott, ich könnte so einen schlimmen Sim erstellen. Ich glaube, das mache ich auch mal einfach dann zwischendurch, so den mega ugly Sim hier in die Sims 2. Und dann werde ich mal gucken, wie der so aussieht. Also Spaß macht das auf jeden Fall. So, warte mal, so ein bisschen, ja, hier so, ein bisschen die Nase, ein bisschen breiter und, naja, keine Hexennase, muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Ist ja auch völlig egal, wie gesagt, wir hängen uns da jetzt nicht zu sehr dran auf. Guck mal, lächeln kannst du. Nee, als hätte man ihm das festgetackert. Oh Gott, der sieht aus wie der Joker, wenn ich ihn jetzt noch schminke. Oh je, oh je. Heieieiei, das, ja, darfst du niemandem zeigen hier. So, so ein Drei-Tage-Bärtchen hätte ich... ich dachte, jetzt mache ich den Bart, aber ich mache ja gerade das Kinn, oh je. Okay, ja, ich nehme mal die erste vorgefertigte Funktion und jetzt, ja, Make-up ist ganz, ganz wichtig bei solchen Sims, finde ich. Und guck mal, wir können Ohrringe, Halsketten, Ringe und Armbänder wählen. Wir fangen mal mit einem Armband an. Eine schöne Uhr, das hat ja auch der Patrick aus die Sims 3. Und, ach so cool, an jeder, naja gut, an jedem Arm eine Uhr. Ich weiß nicht, warum man so viele Uhren bräuchte, aber wir machen mal die Ringe. Also, es ist immer eine Sache, die es in drei verschiedenen Ausführungen gibt. Nee, bei den Ringen nicht, aber bei den Uhren war es so. Ach, guck mal, so ein Daumenring. Der ist ja auch, den sehe ich gerade gar nicht. Kannst du dich mal drehen irgendwie, kleiner Sim? Hallo? Okay, dann nicht. Dann komme ich jetzt mal zu den Ohrringen. Warte,
Ah, okay, nur so ein einseitiger Ohrring. Hat er auch irgendwie so richtig lustige Ohrringe? Ja, komm, wir geben ihm jetzt einfach mal so einen Ohrring. Was ist das? Eine Hand? Okay. Achso, warum? Ist da eine Hand? Egal. Ist einfach eine Hand mit so einer... Oh, mit so einer Prollkette. Das wäre es ja jetzt noch. Ich glaube, ich mache ihm so eine... Naja, komm, wir machen ihm so eine Kette. Verschiedenes gibt es auch noch. Und was... Ah, cool. Das ist ja geil. So ein Nasenpiercing, so ein Nasenring. Das ist ja sehr cool. Ja, okay. Mein kleiner Stier, ne? Den ich dann vorne an dem Nasenring ziehen darf. Das ist geil gemacht. Und auch, oh, cool. Solche Möglichkeiten, also sowas gibt es gar nicht in die Sims 3, oder? Warum haben sie das rausgenommen? Ich finde das eigentlich ganz cool, dass man hier so Augenpiercing, Nasenpiercing und so weiter machen kann. Gut, ich würde sogar echt dazu tendieren, dass wir so ein Mund für den Mund haben, so ein Lippending, Ring, Piercing, Ding, wie auch immer. Oh, er sieht so cool aus. Ich finde, er sieht cool aus. Er sieht ein bisschen rockig aus. Das gefällt mir voll gut. So, Augenschminken muss jetzt nicht sein. Lippenstift brauchst du auch nicht unbedingt. Ne, so eine Maske hier, steht dir bestimmt hervorragend. Oh. Er ist ein kleines Kätzchen, ey. Oder er ist der Army-Mann. Oh mein Gott, das ist so cool. Oh, cool. Auch mit so Superhelden, so wie unser Movie-Accessoire-Pack bei The Sims 3. Ich kann jetzt immer nur mit The Sims 3 vergleichen. Das ist voll doof. Aber ich habe da echt keine anderen Vergleichsmöglichkeiten. Oh Gott, ist er cool. Alter. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich nochmal so viel Spaß haben werde an einem The Sims 2-Spiel. Aber ich glaube, das Ganze macht auch dann wirklich nur richtig Spaß, wenn man es bis dato noch nicht gekannt hat. Wenn man dann sich wirklich tatsächlich alle Add-ons zur Verfügung stehen hat. Wieso? Hä? Wieso kann ich... Ach so, Augenbrauenform. Okay, ja, dann nehme ich sowas. Der sieht cool aus. Ich finde, der sieht richtig cool aus. Jetzt noch so ein cooler 3-Tage-Bart. Ja, ich finde, der sieht gut aus. Eieieiei, wen haben wir denn da? Santa Claus oder was? Hui, mega geil. Aber ey, cool, ich weiß nicht. Also ich glaube, Sims 2 macht vor allem dann Spaß, wenn man es, wie gesagt, ein bisschen vollständiger hat. Also, ne, wenn man es nicht von Anfang an gespielt hat, denke ich mal. Wenn man es von Anfang an spielt, ist man natürlich daran gewöhnt, dass erst Addon um Addon um Addon nachziehen müssen. Aber so finde ich das eigentlich ganz schnieke, dass wir echt so viel Auswahl haben. So, dann gehen wir mal an die Kleidung. Okay, ich bin gespannt. Ich finde, der jetzt sieht er, also ich möchte nicht, ja, also, ja, nee, also, also das sieht schon ein bisschen merkwürdig jetzt aus. Oh Gott, ey, Hammer, was du hier nicht alles stylen kannst. Aber schöne Klamotten auch. Irgendwie so schlicht und einfach. Oh, okay. Okay. Oh mein Gott. Also ein bauchfreies Top brauche ich jetzt bei ihm nicht unbedingt. Ich brauche jetzt tatsächlich die ersten 15 Minuten schon allein dafür, um einen Sim hier zu erstellen. Aber das Erstellen macht auch eigentlich relativ viel Spaß, muss ich sagen. Vor allem, wenn man dann so ugly Sims erstellt. Das muss ich mal unbedingt machen. In Sims 4 finde ich es auch super, aber da dauert es ja dann nochmal 50 Tage noch länger. So, ich glaube, ich gebe ihm... Ja, der sieht gut aus. Ach, warte mal. Ah, okay. Man könnte auch so ein Gesamtoutfit nehmen. Ich guck mal gerade. Die sehen auch gar nicht so schlecht aus. Also habe ich schon mal schlimmere gesehen. So ein typisches Biker-Outfit finde ich auch super. Oh, mit Handschuhen. Das sieht auch irgendwie geil aus, oder? Das hat auch irgendwie Style, aber ich finde, das sieht so ein bisschen arg offen aus. Aber es passt zum Vampir. Ich weiß gar nicht, wie man hier übernatürliche Sims erstellen kann. Das geht, glaube ich, hoffentlich auch. Wie gesagt, ich habe absolut keine... Was? Oh mein Gott, angemalt. Ich habe tatsächlich keine Ahnung hier von The Sims 2. Das ist irgendwie, das ist ganz lustig, so eine, oh je. Das ist ganz lustig, so eine komplett neue Erfahrung, oh je, mein Balletttänzer, so eine komplett neue Erfahrung hier zu machen. Aber muss auch mal, oh, guck mal, wie viele Outfits es hier gibt. Wow, Hilfe, Heilige, da bin ich ja in 2 Jahren noch dran, mir das alles anzugucken. Das würde natürlich unglaublich gut passen. Aber ich glaube, ich nehme jetzt das, was ich vorhin genommen hätte, und zwar diesen hübschen Pullover. Und dann noch eine passende Hose dazu. Und dann reicht mir das auch erstmal so vom ersten Eindruck her.
Aber schade, ich finde das ein bisschen doof. Das ist ein bisschen arg im Weg hier. Ich würde das gerne ein bisschen zur Seite schieben. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Man sieht es halt nur so ein bisschen mehr oder weniger im Spiegel. Deswegen, ich stelle den mal so rum, dass ich hier von vorne gucken kann, was der da für eine Hose anhat. Also, ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das jetzt an meinen Auflösungen liegt, die ich da jetzt herumgeschraubt habe. Ja, das passt doch ganz gut. So, Schuhe kann man separat nicht wählen. Auch Handschuhe und so scheinen nicht dabei zu sein. Und bei der Abendbekleidung kann man nur auf vorgefertigte Outfits zurückgreifen. Da kann man also auch nicht wirklich kombinieren. Aber das stört mich jetzt nicht so, weil ich die Outfits hier, der Brigadegeneral, das finde ich super, sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hier so ein typischer James-Bond-Anzug. Finde ich cool. Finde ich echt cool, so ein Wrack. Also nicht ein Wrack im Sinne von Schiffswrack, sondern so ein Anzug mit so Kummerbund und so mag ich auch eigentlich voll gerne. Und so Hugh Hefner-Style oder Santa Claus-Style sieht auch cool aus. Ha! So, ich hoffe nur, dass ich jetzt irgendwie bald fertig werde und mich für irgendwas entscheide. Ich nehme jetzt einfach hier diesen Business-Anzug. Bei Schlafanzug haben wir eigentlich auch recht viel zur Auswahl. Relativ viel gleich, ist natürlich klar. Ein bisschen laggen tut es natürlich auch. Die Musik ist auch so cool, ne? Muss ich ein bisschen drüber labern, weil ich sonst Angst habe, dass ich sonst hier Content-Treffer bekomme. Das wäre es ja jetzt auch noch, ey. Content-Treffer hier bei Sims. Bei Sims 2 vor allem. Ja, komm, lass mal so einen normalen Schlafanzug nehmen. Oh Gott, ich brauche wirklich ewig, um den Sim hier zu erstellen. Ich hab Spaß. Mir geht's super, ich hab Spaß. Ich finde das super. Mir macht das Spaß. Soll ich das jetzt nochmal wiederholen? Mir macht Spaß. Ah, irgendwie die Schuhe finde ich jetzt nicht so hübsch, aber... Gut, okay, wir geben ihm mal so einen ganz normalen Sportanzug. Und noch die Outdoor-Kleidung. Also von den Kleidungsarten und den Richtungen ist es so geblieben. Da haben wir ja nur bei Sims 4 momentan ein bisschen Einsparungen, was so aktuell die Badebekleidung angeht und was die Outdoor-Kleidung angeht. Aber dafür haben wir auch eine neue Kategorie, diese Party-Kleidung. Von daher, das wird schon. So, Nummer 6, genau. Das fand ich ganz cool. Bitte wähle die An- und Abturner deines Sims. Klicke auf jedes der Kästchen oben im Bildschirm, wähle eine Eigenschaft und klicke auf den Annehmen-Button. Dein Sim wird sich zu anderen Sims hingezogen führen, deren Eigenschaft mit deinen Anturner übereinstimmen. Dementsprechend fühlt dein Sim sich weniger von Sims angezogen, deren Eigenschaften mit deinem Abturner übereinstimmen. Du kannst deine Wahl später mit dem Belohnungsgegenstand Reprogrammierungssensor ändern. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht, dieses An- und Abturner. Das hier kenne ich schon. Da hatten wir jetzt hier 2, 4, 6 Laufbahnen zur Verfügung. Ich glaube, mehr gab es dann auch gar nicht. Und das fand ich aber völlig in Ordnung. Dadurch haben sich dann auch immer die Wünsche, die man dann hatte, entschieden. Das fand ich immer ganz interessant. Laufbahn Spaß. Laufbahn Romantik Wissen. Ich mach mal Laufbahn Ruhm bei ihm. Und mir ist eigentlich egal. Ah ja, das fand ich auch ganz interessant. Man konnte sich nämlich hier die Sternzeichen aussuchen und man sieht hier schon die unten, die Punkte verteilen sich dann anders. Und je nachdem, was du dann so ein bisschen bist, zum Beispiel bei mir als Jungfrau, also bei mir jetzt als Jungfrau Sternzeichen, nicht bei ihm jetzt, sondern bei mir persönlich wäre ich dann mehr ordentlich, aber so ein bisschen schüchtern, naja. So ein Zwischending von aktiv und faul. Ich wäre nicht so verspielt, was ich allerdings nicht so sehe. Und ich wäre eher mürrisch. Ich glaube, es hakt. Ich glaube, du spinnst. Ich würde mal sagen, er ist eher so ein schlampiger Typ, so ein bisschen extrovertiert auf jeden Fall. Faul auf jeden Fall. Du kannst hier auch dann einfach reinklicken und die Punkte wegnehmen, was ich ganz cool finde. Und die Punkte dann woanders hinpacken. Und ich würde mal, warte mal, machen wir mal hier 2 Punkte weg und machen hier nochmal, dann ist er so eine ausgeglichene Waage. Er ist so eine ausgeglichene Waage. Und wir gucken mal, Parfüm ist ein Antörner, Gestank ist ein Antörner, Gestank, lor. Fitness, Abendbekleidung, Badebekleidung, was, dicke Sims? Okay, nee, Beliebtheit, ich wollte gerade sagen Beliebtheit, okay. So, Gesichtsbehaarung, Vampirismus, da auf jeden Fall haben wir dieses Vampirismus. Ich frage mich nur, wie wir dann zu einem werden. Schwarzes Haar, blondes Haar, Juwelen. Oh Gott, was man hier nicht alles als Abturner nehmen kann.
Arbeitstier, charismatisch. Uiuiui, das ist cool. Zombieismus, das klingt auch super. Toller Koch, machen wir mal eins als toller Koch. Und Hexe, Lüng, Pflanzen, Zimismus. Gibt es gar keine Fee hier in die Sims 2? Ich mache mal noch kreativ. Der ultimative Upturner ist Gestank. So, damit ist der eine Sim fertig. Herzlichen Glückwunsch. Und ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge dann mich erstellen. Also ich weiß ja nicht, ob ich das hinbekommen werde, aber ich gebe einfach mal mein Bestes. Ich würde mich freuen, wenn du hier dieses Zwischenprojekt mehr oder weniger bewerten würdest. Positive Bewertungen würden mich natürlich freuen. Genauso deine Kommentare. Wie findest du es, dass ich nochmal so in Sims 2 reinschnuppere? Hast du da Lust drauf? Es wird jetzt nicht so mega oft kommen, aber ich wollte einfach mal reingucken und wie gesagt, ich wollte es ja selbst spielen. Deswegen dachte ich mir, okay, kannst du gleich aufnehmen. So, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Vielleicht sehen wir uns nachher nochmal, vielleicht aber auch morgen erst. Ich weiß es noch nicht. Lass dich einfach überraschen und ich sage jetzt bye bye.